Einen weiteren Aufreger in Österreich, das war wieder ein gewisser Herr, Andreas Gabriel, einer der großen Söhne dieses Landes. Und der hat ja die Bundeshymne ins Gerede gebracht. Und ich glaube, dass das alles eine beinhart kalkulierte und ausgeklügelte Marketingstrategie war, die die Grünen leider nicht kapiert haben und deswegen eigentlich erst zum Erfolg gebracht haben. Aber nachdem er in Wien so ziemlich alles zwischen CIA, NSA, NASA und ich weiß nicht was alles ist, ist eigentlich eine recht gute Quelle, um an diverse Protokolle heranzukommen. Unter anderem wurde mir das Protokoll eines Telefonats zugespielt zwischen Andreas Gabriel und seinem Marketingmenschen. Das Telefon läutet. Ich da, wer dort? Ich dort, wer du? Ich bin's, der Andy. Weiß ich eh. Warum glaubst du, ruf ich an? Ich bin's. Mein Fernseher. Bist angemeldet? Bin ich angemeldet? Ist der Fernseher angemeldet? Na, ich bin's. MMM. Oh Gott. Mama? Mieteneintreiber? Musikplagiat Aufdeckungsbehörde? Erkennst mich nicht, Marcel, der Marketing und Merchandising, Marcel. Okay, Marcel, schläg mich nicht so. Was rufst du denn an? Brauchst was? Vom letzten Videodreh könnte ich da ein paar rot-weiß gewürfelte Tischdecken geben. Kann man immer brauchen. Na, danke. Hier Schallknöpfe? Habe ich immer ein paar in Reserve. Na, es ist Sommer. Na, super. Ja, genau, super, es ist Sommer. Na und? Schön ist, heiß ist, die Dirndln tragen kurze Dirndln, Herz, was willst du mehr? Die Leber wird mit ein paar kühlen Bieren zufriedengestellt und schon sieht man die schönen Dinge des Lebens sogar doppelt. Eben, alles ist träge und fließt so gleichmäßig dahin. Nein, dein Sommer ist aber scheinbar nicht mein Sommer, Marcel, ich habe vollen Terminkalender. Jetzt kommt bald der Grand Prix von Österreich, da werde ich singen, die Bundeshymne, yeah baby. Da wirst du die Bundeshymne singen? Du hast ein Echo verschluckt, habe ich ja gerade gesagt. Andy, ich habe eine Idee. Kannst den Text? Naja, bis dahin lerne ich ihn schon. Die großen Berge und Seen und Flüsse. Strome, Andy, Land am Strome. Ist das sicher? Es klingt so schwedisch. Inga Lindströme. Das schaut meine Freundin, genichtig. Na, die lerne ich schon die Hymne. Ist da nicht irgendwas neu? Irgendwas singt man da oder singt man nicht? Oder irgendwas ist doch anders. Da war doch irgendwas. Und jetzt kommt meine Idee, Andy. Es heißt Heimat großer Töchter und Söhne. Ah ja, hätte ich schon vergessen. Ja, wenn dauernd kreischende Frauen bei deinen Konzerten sind, vergisst man halt glatt, dass sie nicht nur vor der Bühne, sondern auch in einer Hymne sein können. Aber da ist sicher nicht so cool wie bei mir. Also jetzt kommt endlich meine Idee, Andy. Ah ja, hätte ich schon vergessen. Also es geht um die Töchter. Also pass auf, Andy, wenn du eine Tochter hättest, würdest du sie in die Nähe von Strömen und auf Berge lassen? Du bist wahnsinnig, sicher nicht, was da alles passieren kann? Genau, dann lass weg. Moment einmal, Marcel, zuerst sagst du, das ist der Text und dann sagst du, ich soll es weglassen. Schau, Andy, das ist genauso wie mit dem Binnen-I. Was? Das Birnen-I? Sind das grausliche Birnen? Nicht so ähnlich, Andy. Das nimmt man, damit die glauben, dass sie nicht vorkommen, vorkommen. Entschuldige, Marcel, das kapiere ich nicht. Was machen die Birnen in der Hymne? Nicht, wenn du von Birnen redest, dann sagen die Äpfel und was ist mit uns? Nicht, aber Birnen und Äpfel, das kannst du nicht vergleichen. Und bei Kraut und Rüben ist das durcheinander perfekt. Nicht, was soll ich denn jetzt singen? Heimat großer Obstgärten? Nicht, das hilft vielleicht den Mostbauern in der Steiermark. Heimat großer Obstgärten, naja, es geht so. Bitte nicht, Andy. Ja, nicht Obstgärten singen, sonst fangen wir unsere Klage von der Nonne an. Wir? Singst jetzt auch mit? Jetzt leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage, das werden schon die anderen machen.
Marcel, sprich nicht in Krone-Rätseln, was soll ich singen? Andy, wärst du gern das Gesprächsthema Nummer 1? Würdest du gern in den ORF zu einer Debatte geladen werden? Möchtest du einem breiteren Publikum bekannt werden und mir Alben verkaufen? Nee, Marcel, das sind nur Nachfragen. Okay, die. Ich sag's ja immer, Andy. Sprechen ist Silber, absprechen ist Gold und 15.000 verkaufte Tonträger ist Platin.